Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch. Heute wird einiges abgehen, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Erstmal vorneweg nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, für die ganzen Likes, 140 Likes auch schon wieder unnormal. Vielen lieben Dank für den ganzen Support auf der Serie, ich freue mich da riesig drüber. Das ist einfach echt heftig, heftig, heftig. So, wir haben heute einiges geplant. Achso, liebe Kommentare blende ich natürlich wieder ein. Und oh Gott, ich muss den Griffin noch eben kurz zeigen. Der Griffin, der steht da oben, der heißt Darkness, weil sich das mehrere Leute gewünscht hatten und von daher dachte ich, wäre das nur das Richtige. Dann mache ich nämlich gleich mehrere Leute auf einmal glücklich damit. Darkness heißt auf jeden Fall der Griffin, den wir letzte Folge gezähmt haben. So, was wir heute machen, könnt ihr vielleicht jetzt schon sehen. Nämlich haben einfach irgendwelche gedacht, die bauen vor unserer Base. Aber direkt vor unserer Base. Ich lese so im Chat: This new base is so epic. Und ich guck so nach draußen. Aha, this new base is so epic. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ob ihr einfach denkt, ihr könnt hier direkt vor der Alpha-Bude bauen. Übrigens habe ich die Turrets jetzt an. Da sind auch Schuss drin. In jedem sind 1000 Schuss drin übrigens. 1000. Also, das ist zwar für so Alpha-Tribe-mäßige ist das nicht so super viel. Für mich ist das aber viel. Von daher, ich bin damit erstmal ganz zufrieden und ich habe alle meine Element-Charts, die ich durch die Dings bekommen habe, durch die Raids bekommen habe, habe ich alle in die Tech-Turrets gepackt. Also von daher, die Dinger sind an. Und von daher, sollten die es lieber nicht zu nahe kommen. Kollege, du sollst dir das lieber überlegen. Ich schieße dir auch so in die Birne. Ich weiß gar nicht, ob hier Bullet-Drop ist, aber ob ich einfach so draufschießen kann? Okay, man kann einfach so draufschießen. Lebt er noch? Nein, der lebt noch. What the fuck? Junge, Junge, der joggt ja richtig hierher. Und was mit seinen Mates? Die kommen nicht, oder was? Die wollen ihm nicht helfen beim Raid? Ja, schade. Da bist du bei den Tech-Turrets gelaufen. Du Dummbatz. Hast du dir so gedacht? Katharina. Oh, what? So viel dazu. Seine Mates kommen nicht, ey. Zum Glück wurde er erschossen. Oder wurde er erschossen? Ja, der wurde erschossen. Holy shit. Hast du dir so... du bist ein bisschen nackt. Da wollen wir lieber weggucken. Was zum Teufel? Das sah komisch aus. Ja, hättet ihr euch mal nicht mit mir angelegt. Was baut ihr auch direkt neben meiner Base, hä? Wollt ihr auch noch überlaufen, hä? Ihr kleinen Schlingel. Da, hier. So getroffen. Oh mein Gott, ich hab... Oh mein Gott, jetzt kommt alles. Ich hab das gar nicht so gemeint. Oh, wow. Oh, Junge. Peter Noda komplett auseinandergefetzt. Ja. Kommt in meine Turrets. Uff. Ja, schade. Oh, moin. Hä? Oh ja, das war's mit dir wohl auch komplett, oder? Oh, der lebt noch! Was ist das denn für ein Tankvieh? Was ist das überhaupt? Hä? Was war das? Leute, warum lebt das noch? Okay, da hätte ich vielleicht mal treffen sollen. Was fliegt hier noch so rum? Ey. Was denkst du, dass du meine Base raiden kannst oder was? Ja, komm mal mit hier hoch. Oh, Junge! Komplett zerfetzt. Good job, meine Turrets. Ihr macht einen guten Job da oben. Oh mein Gott, ey. Ja, kommt mir nicht zu nah, ey. Kevin, hast du so gedacht? Ja, du kommst auch noch, oder was? Ja, komm rüber. Kriegst auch einen auf den Latz. Ist das ein Apex? Das ist ein Apex-Sabertooth. Ah, du bist nicht so ganz gut im Raiden, merke ich gerade mal so. Ja, die sollen mal eine Lektion lernen hier. Was denken die, dass die einfach direkt neben meiner Base bauen können, oder was? Können sie nicht. Ich renne auch gleich rein mit meinem Drachen. Oh, wow, einer lebt ja hier nur noch. Headshot. Ah! Der wollte mich bolern. Ich hab gesagt, du kannst mich bolern, ne? Du Larry, einer Trickshot, hab ich bei dir Oh, okay. Ja, ey, komm mal mit. Obwohl, wir lassen die da stehen, Wir nehmen die gleich mit in die Turrets. Oh ne, er kommt schon von selber mit, okay. Ja, komm mal mit. Ah! Wollen die hier hochkommen? Er wirft ja mehrere Bolas auf einmal. Ja, das war's wieder komplett, Mr. Stegosaur, ey. Warte, wo ist mein Agatavis? Lebt der andere Heini noch? Ja, Leute, das war ein guter Kampf. Was baut ihr auch neben mir? Und dann eine Strohbase. Und dann schreibt ihr das auch noch in den Chat. Ihr Dussels.
Vielleicht hätte ich das. Ohne Witz, ich habe das richtig lange gar nicht gesehen, dass da irgendwas ist. Ich habe einfach die ganze Zeit dran vorbeigeguckt, weil das so. Und da saß einer drauf? Da sind einfach Arme runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Saß einer drauf? Da sind einfach Arme runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr nicht das gesehen? Da saß einer drauf. Und der ist einfach auseinandergefallen, als ich draufgehauen habe. Was zum Teufel? Ha. Dinge passieren anscheinend. Au. Darf ich mal kurz durch? Hallo. Nice Epic Base habt ihr hier, ihr Larrys. Ich sehe nichts. Wo sind jetzt noch welche? Ah, da hinten sind noch welche. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Okay, jetzt haben wir aber gleich alle. Okay, so. Ist da noch. Da sind noch welche drin. So. Haben wir es geregelt? Die echten Männer. Guter Kampf, Leute. Auf jeden Fall. Jogi, die bauen einfach direkt neben mir. Sehen das so eine Tech-Base? Ja, hier will ich wohl meine Strom-Base setzen. Null. So, was ist hier so drin? Habt ihr irgendwas Schönes? Ja, gebt mir euer Zement. Und Chitin. Und euer Fleisch. Und euer Fleisch. Wow. Ja, nicht der. Oh, what? Hey, die wollen auch ordentlich essen, weil die haben sich, glaube ich, einen gemütlichen Abend gemacht heute. Aber, nicht mit mir hier. Werden die eigentlich respawned? Ich glaube nicht, oder? Das wäre schon ein bisschen krass. Übrigens, die anderen Heidis. Oh, ich will unbedingt mal einen in meine Turrets droppen lassen. Wir holen mal hier hinten einen weg. Hier vorne voll so eine Schlacht gewesen von der Base. Und die war einfach so schnell vorbei. Aber das war so nice. Das hat richtig Bock gemacht. Von mir aus kann öfter welche von meiner Base bauen. Das nächste Mal, wenn das welche machen, dann lasse ich die vor meiner Base aufbauen. Warum ist der Chat eigentlich die ganze Zeit an? Eigentlich muss er doch irgendwann mal wieder ausgehen. Ja, lasse ich die vor meiner Base aufbauen, dass die irgendwie auf Tech gehen oder so. Und dann machen wir mal einen richtigen Kampf gegen die. Ey, Brudis, was geht hier denn so? Jetzt kann ich erst wieder nicht greifen. Das war schon wieder komplett. Habe ich einen? Oh ja, habe ich wirklich. Oh mein Gott. Nice, Corbett. Ich will dir mal eben meine Base zeigen. Eine kleine Rundführung will ich nur machen. Oh, übrigens, ich muss euch gleich noch was in der Base zeigen, weil da habe ich ein bisschen ja, Scheiße gebaut, nicht, aber... So. Komplett aus der Hose geschossen, ey. Aber wortwörtlich, der hat echt die Hose verloren in der Luft. Aber irgendwie kann man die nicht richtig dingsen. Also, dass sie irgendwie eine Tasche dabei haben. Also, looten, so heißt das Ganze. Hier war die ganze Zeit ein richtig dicker Stein und der Fabricator stand immer direkt an dem Stein. Also, ich habe immer so einen Stein mitten in der Base gehabt. Und heute habe ich aus Versehen aber gegengehauen und auf einmal war der weg. Ich dachte nämlich, das wäre einfach einer von der Landschaft und den kann man gar nicht wegmachen. Ich dachte, das wäre so einer hier, weil bei dem kann man den echt nicht wegschlagen. Auf einmal ist der Stein einfach weg und jetzt habe ich halt so einen riesen leeren Raum bei mir in der Mitte von der Bude. Und jetzt muss ich das alles ein bisschen umstellen. Eigentlich ganz schön, weil ich habe einen größeren Raum in meiner Base, aber ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Du dachtest die ganze Zeit, das gehört dazu, aber der gehört einfach gar nicht dazu. Junge, ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich glaube, ich hole mir noch einen ran. Das war einfach zu herrlich, ey. Oh, die Turrets machen einen guten Job auf jeden Fall. Die haben wir jetzt schon mal eingeweiht. Das war einfach traumhaft. Ich guck gleich mal, ob wir noch vielleicht einen schönen Apex sehen können oder sowas, die Folge. Wir können jetzt auch mal ein bisschen Beef mit den Kollegen hier anfangen. Das ist halt auch mega nice. Endlich klappt alles. Ich hab's hinbekommen, Leute. Was ein Quatsch auch. Oh, warum macht er jetzt diesen? Ja, doch lachst du, ey, und winkst mir, weil du nicht weißt, was dir bevorsteht, Mr. Tech Heini Sir. Warum ist die Tech-Rüstung eigentlich nur so halb an und er ist halb nackt? Halb nackt und halb Tech-Rüstung. Also da muss ich aber los. Da bist du selber schuld, wenn meine Turrets sich gleich auseinanderschießen. Hör auf zu lachen! Warum lachst du? Ich nehme dich gleich gefangen. Gleich mache ich die Turrets aus und nehme dich einfach in meine Base gefangen. Junge, das wäre sau lustig. Ich glaube, das machen wir mal, aber mit einem Stoff-Heini. Junge. Oh, guck mal, wie er fällt. Oh Mann. Oh, das ist so schön. Oh Mann, ich könnte den ganzen Tag weitermachen. Ich will euch damit jetzt nicht die ganze Folge belästigen. Ja, das war ein schöner. Wir wurden fast geraided, Leute. Wir wurden fast geraided, aber
Die wurden weggeschossen. Wie sieht es eigentlich von der Muni her aus? Ich will jetzt einfach in die Muni reingucken. Weil ich habe halt 1000 überall reingemacht. 800 nur noch. 804 nur noch. Okay, dann kann ich verstehen, dass sie überall immer so viel Schuss drin haben. Weil das war ja wirklich nur ein paar Schuss und die sind schon so viel wieder leer. Also das ist echt ein bisschen crazy. Ist da irgendwas drin? Einen überragenden Sattel hatten die da drauf? Das sind ja auch Cheater. Okay, ich habe auch überragende Sattel. Okay, vielleicht doch nicht. Meister. Junge, das sind einfach die Raid-Boss-Tiere überhaupt, ey. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Es wundert mich auch nicht mehr, dass die so lange überlebt haben. Gib mir deinen guten Sattel, aber sofort. Crazy! Und bei denen hier? Leonie? Okay. Leonie hat auf jeden Fall gelitten. Da ist alles kaputt, sogar ihr Holzknüppel. Ronny hatte potent Narcotics drin? What the fuck? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay, auf jeden Fall alle tot. Alles tot. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe mich gerade kurz umentschieden. Nämlich dachte ich, dass wir in die Drachenschlucht gehen und noch ein paar Dracheneier klauen gehen. Weil dann können wir einfach ein paar Apex-Drachen vielleicht ausbrüten, damit wir mehr Apex-Eier bekommen. Weil ich habe gerade mal so reingeguckt für die ganzen Kibbel. Ich will jetzt nicht unbedingt hier das machen. Aber für die ganzen nächsten Kibbel, also für Fabled-Kibbel, für Special Kibbel und für noch irgendeine Kibbelsorte braucht man überall Apex-Eier. Also wir brauchen mega, mega viele Apex-Eier in nächster Zeit, von daher gehen wir gleich in die Drachenschlucht. Aber erstmal dachte ich, verprügeln wir den Kollegen hier, weil das ist ein Apex-Dodo-Wyvern und die ist nur Level 60. Und wir müssen eh Bosse klatschen, um diese Boss-Tribute zu bekommen, von daher. Du bist dran, Griffin, ey. Du machst das schon. Oh, macht der böse Sachen? Oh, geht noch. Nochmal erwischt, easy. Oh mein Gott, Alter, einmal erwischen noch. Das ist ja mega easy, Alter. Ich dachte, wir kriegen vielleicht ein bisschen auf den Sack, aber der erwischt uns einfach überhaupt nicht. 69 Boss-Essenzen bekommt man von dem. Und da muss man halt fast nichts machen. Das ist so easy, Alter. Wir müssen unbedingt mehr Apex-Todo-Wyvern wegklatschen. Und jetzt gucken wir hier mal rein, was hier so abgeht. Ob hier irgendwas Krankes ist? Ist das eine... Okay, ich dachte erst kurz, dass wir eine Chaos-Wyvern, aber... Anscheinend alles easy. Ihr könnt mir sowieso nichts, ey. Ich bin viel zu stark jetzt. Oh, ist das nice. Oh. Seitdem ich Darkness hab, den alten Jagd, und brauche ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Oh mein Gott, 240er Blitzweimer. Jetzt kommen sie alle an, oder? Habt ihr jetzt Bock? Ja, habt ihr. Okay. Da. Solange keine Celestia ankommt, mache ich mir da eher weniger Sorgen. Oh, das ist Bildweimer drin. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, von der mache ich mir dann doch ein bisschen in die Hose. Da waren wir gerade. Aber die kommt anscheinend nicht her, oder? Ist die aggro? Die sieht nicht aggro aus. Oh mein Gott, hier ist ein Spirit Wyvern drin. Und wie lange habe ich in anderen Seasons eine Spirit Wyvern gesucht? Und hier sehe ich die einfach direkt. Und die ist direkt neben dem Nest, neben zwei Nestern. Und die ist aggro. Oder? What the fuck? Wieso ist die denn so schnell? Oh, da muss ich aber absolut los. Oh, warum ist die denn so schnell? Was, wie schnell ist die denn? Alter. What? Wie werde ich die denn los? Die werde ich ja gar nicht mehr los. Vor allem, das wird nicht angezeigt, dass die Aggro ist. Zum Glück sind wir auf dem Griffin und nicht auf dem Agentavis. Weil sonst wäre das einfach mein Ende. Guck das mal, wie weit ich wegfliege. Die ist immer noch so ein bisschen hinter mir her, oder? Ich check gar nichts mehr. Die ist immer noch hinter mir her. Was ist denn mit dem Ding? Lass mich doch in Ruhe, bitte. Ihr habt doch nichts getan. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Das ist gar nicht mal so lustig. Junge, hier ist eine Base. Im Nebel kannst du mich gar nicht sehen, du Cheater. Ach, Mann. Ach, endlich. Okay, wir müssen nur im Kopf behalten, dass da eine Spirit Wyvern rumfliegt. Weil mit der will ich mich nicht unbedingt anlegen, ey. Oh mein Gott, die hätte mich easy weggeklatscht, glaube ich. Spirit Wyvern sind richtig, 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 richtig böse. Schlimmer als Celestials. Ja, jetzt können wir zumindest in Ruhe hier rein und ein bisschen aufräumen. Oh,
What the fuck? Das war schon wieder ein bisschen actionreich. Actionreicher als erwartet. Ich dachte, wir machen das mal eben easy peasy mit unserem neuen Griffin. Aber war gar nicht so easy peasy. Das sind Dodo-Weibern! Was zum Teufel? Was machst du denn hier drin? Kriegst du auf den Sack? Du hast keine Chance. Hast du echt nicht? Wo kommst du jetzt her? Okay, es ist auch, das ist auch eine Dodo-Weibern. Apex Dodo-Weibern 360. Leider können wir, glaube ich. Oder können wir? Oder können wir? Was kostet so ein Apex-Tribut? Au! Nicht jetzt! Ich muss gerade was nachgucken. Oh, das ist schon wieder unfair. Muss ich das nochmal eingeben? 15 Apex-Kibbel. Ah, okay, ich habe auch keine 300 Boss-Essenzen. Okay, dann klatschen wir ihn halt doch weg. Ich hätte sonst gesagt, sonst zählen wir den noch. Also ich hätte es halt wie ich gemacht, aber das können wir uns gerade echt nicht leisten. Also musst du leiden. Tut mir leid, ey. Wenn ich dich jemals treffe. Oh, der hat 9 Bälle Leben. Was für, der muss leiden. Krieg ich den überhaupt down? Och man, ich wollte nur in die Drachenschlucht ein paar R klauen. Jetzt machen wir wieder diesen hier. Ah, den kriegen wir aber hin. Dauert nur ein bisschen länger. Zweimal gehittet. Nice. Ich treffe, ich stehe direkt hinter dem und treffe sie nicht. Ja, und jetzt. Oh, wow, wir sind schon oben an der Border. Ja, flieg ruhig höher, ey. Höher geht's nämlich gar nicht, du Larry. 300.000 noch. Aua. Okay. Aber alles im Griff, wie immer. Alles im Griff, wie immer. So, und jetzt geht's wieder nach unten. Alter, das sah aber cool aus. Das Runterfliegen sah richtig mächtig aus. So. Jetzt haben wir Ruhe. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange hier sitzen in diesem ollen Drachennest hier. Ich dachte, ich hätte irgendwas laufen hören. Alles ruhig hier. Wie kommt's nur, dass hier alles ruhig ist? Ich weiß es nicht. Hier liegen 2 Eier ohne Nest. Kann man auch mal machen. Einfach so auf den Boden legen, die Dinger. Zack, zack. Ich glaube, das war ein gutes Alpha-Ei. 620 oder so. Habe ich da schon reingeguckt? Nope. Machen wir das noch. Zack. Und noch irgendwas? Ich glaube, das war's hier. Die Frage ist, will ich unten rein? Weil unten war der Celestial drin, oder? Ich habe Angst. Das liegt nur ein bisschen. Aber ich glaube auch zu Recht. Ah, du bist kein Celestial. Weg mit dir. Und du bist auch nur ein Larry. Tschö. Mein Gott, ey. Hier erlebt man noch was. Crazy. Noxious Wyvern Eye und Level 100 nur. Oh, Noxious Wyvern hätte ich auch super gerne eine gehabt. Aber Level 100 ist halt super kacke. 80er Gift Eye. Och, Mann. Wo wird euch das verdient? So, jetzt kommen wir Darkness hier echt gut rumhasseln. Das macht echt Spaß. Und vor allem haben wir jetzt richtig viele Bosse. 80er Feuerei, Boss-Essenzen. Können wir uns vielleicht mal so einen normalen Boss ranholen? Also keinen Apex oder so, sondern einfach nur einen normalen. Ich weiß nicht, was da so ein Tribut kostet. Kann ich gleich auch mal gucken. Warum läufst du? Hör auf! Mach nicht diesen!
80er Feuerei. Aber das kommt, glaube ich, weil ich das letzte Mal nicht alles ausgeleert habe hier, weil hier die Celestial Revival war und da habe ich ein bisschen Schiss gehabt. Aber jetzt ist sowieso alles leer und jetzt bauen neue Sachen. Ich würde sagen, wir treffen uns gleich bei der Base und gucken uns mal an, was wir alles so bekommen haben. Das ist doch schon mal keine schlechte Idee. Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder in der Base. Schön daheim, schön in Sicherheit. Hier mit unseren wunderschönen Turrets. Ich kann es gar nicht glauben, ich finde es einfach wundervoll. So, auf jeden Fall, was wir bekommen haben. Ich dachte gerade, ich könnte noch mal eben schnell auf der Rücktour noch ein mitnehmen, was ich gesehen habe. Dabei bin ich fast drauf gegangen. Das kann einfach nicht sein. Ich nehme einmal nicht auf, ich gehe fast drauf. Ich bin nämlich in dieses Nest gegangen, dachte so, kann easy das Ei rausnehmen. Alle Drachen sind sowieso tot. Auf einmal kam ein Drache von hinten, habe ich angeblitzt. Aber ich bin auf jeden Fall rausgekommen. Alles gut gegangen. So, Alpha Lightning Wyvern 620 ist nicht so kacke. Ich würde aber lieber Apex nehmen. Feuer 80, Feuer 80, Gift 80, Noxious Level 100. Das tut richtig weh, weil wenn das ein gutes Level wäre, hätte ich auf jeden Fall gebrütet. 220 Blitz. Corrupted Apex Wyvern? Ich glaube, wir haben nächste Folge was zum Brüten, Leute. Ich glaube, wir haben nächste Folge was zum Brüten. Das ist ja mal richtig sexy. Und wir haben ja noch mehr Apex Wyvern Eier eigentlich. Ich muss mal eben gucken, welches Level die auch noch waren. Die sind hier oben. 200, 200, 360 Apex Lightning. Apex Lightning 380 haben wir noch. Apex Feuer Wyvern 340. Das ist gar nicht so super bad. Ich glaube, wir machen nächste Folge auf jeden Fall ein paar Apex Wyvern. Hat auf jeden Fall diese Folge richtig, richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und tschüssi.